Liebe Reality-Stars, ihr alle wollt in die nächste Sendung kommen. Die Finalsendung. Allerdings steht aktuell 5 Reality-Stars auf der Abschussliste. Liebe Luminierten, bitte kommt einzeln und nacheinander ins Redaktionsbüro. Okay. Ay, Dios mio. Ich schwöre es euch, das ist goldenes Finalticket. Redaktionsbüro ist immer scheiße, sag ich dir ehrlich. Da gibt's so unmoralische Angebote. Ich will nicht ins Redaktionsbüro. Ja, für die anderen ist es natürlich scheiße, weil die denken sich, ey, wir haben doch gewonnen. Warum dürfen die jetzt was machen und so, ne? Warum haben die die Macht? Es ist so spannend einfach, ne? So. Ich habe ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Und hoffe, dass da jetzt nicht irgendwas kommt, was dann heißt, ja, Koffer packen und weg oder so. Bernd spricht auf ins Ungewisse. Also, wenn du ins Redaktionsbüro gerufen wirst, das ist eine ganz ernst die Angelegenheit. Und ich bin auch echt aufgeregt, was mich da jetzt erwartet. Lieber Reality Star, du stehst aktuell auf der Abschlussliste. Doch jetzt hast du die Chance, das Blatt zu wenden. Allerdings nur, wenn du bereit bist, Opfer zu bringen. Und zwar für alle. Für alle und von allen. Bernd muss entscheiden, welcher Star ein Opfer bringt und welches. Die Auswahl, Zigaretten, Spiegel oder Kaffeemaschine weg, Pool- und Sportecke sperren oder auch den Koffer oder das Bett wegnehmen. Was bist du bereit zu geben, um für mehr Sendezeit zu sorgen? Wer die meisten Luxusgüter opfert, darf sein Stirnband weiterreichen. Ja, richtig gehört. Je mehr du deinen Kollegen wegnimmst, desto höher deine Chance, das Stirnband loszuwerden. Mhm. Musst nur noch das Formular ausfüllen. Das ist jetzt echt krass. Stichwort Koffer. Okay. Auf jeden Fall, Mo. Sergio. Matthias. Die Mädels, das war mir wichtig, dass die die Koffer haben, weil wir brauchen ja auch noch was zum Angucken, gell, am Ende des Tages. So, Bett weg, inklusive Decke und Kisse. Ich will, dass alle gut schlafen, okay? Die Sportecke, die nutzt doch keine Sau im Odenwald, oder? Auf das, was man verzichten kann, da setze ich mein Kreuz hier, dass überhaupt nur was passiert. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 an der Anzahl, ich bin raus. Ciao, Kakao, aus die Maus. In der Sala läuft das perfekte Edeltrash-Dinner. Prominente kochen im eigenen Saft. Die nominieren sich jetzt einfach gegenseitig und einer fliegt raus. Es wird knallen. Ja. Wir sind alle. Ja. Und es ist immer scheiße, sein eigenes Schicksal nicht selbst in der Hand zu haben. Und jetzt Superstar Anetta. Natürlich, die alle waren gespannt, was da kommt. Die haben alle so Angst gehabt. Aber ja, ich habe gesagt, egal was kommt, es kommt. Oh, hart. Bernd darf natürlich nicht verraten, was er im Büro gemacht hat. Ihr kriegt da drin definitiv ein krasses Angebot, ja. Nee, oder du gehst freiwillig und irgendwas, oder du bleibst weiter nominiert. Irgendwie was ganz Krasses. Alter, lecko funny. Jetzt ist Spekulieren natürlich wieder da. Was ist hier bitte schön los? Anetta, deine Entscheidung. Gut, also ich behalte meinen Band und die anderen sollen den Sachen behalten. Du willst nicht, dass ein Kollege dein Band nehmen muss? Nein, ich nehme das alles auf meinen Rücken. Mein Band, mein Problem, nobody's business, nur meins. Ich würde gerne kämpfen, um mein Stirnband loszuwerden und nicht so einen Quatsch machen. Wieso? Ich habe ein Spiel verloren. Damit habe ich mir den Scheiß hier verdient. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich meine Werte und Prinzipien habe, die vertrete und dazu stehe. So am Hauen. Also ist eigentlich ganz klar, was passiert, oder? Nun zu den Werten von Matthias. Ich habe das Spiel heute selber verkackt. Also ich bin selber schuld, dass ich in dieser Situation jetzt heute bin. Ich bin kein guter Mensch. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich tue. Ich bin jemand, der gerecht ist. Und ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat oder wenn man ein Spiel verloren hat, dann muss man das selber ausbaden. Und deswegen möchte ich niemandem was wegnehmen und auch von mir nichts opfern. Deswegen, ich bin raus. Ich mach das nicht. Das sind meine Bezugspersonen, diese ganze Gruppe. Diese ganze Gruppe, die auf der anderen Seite ist, das sind alles meine Leute. Und ich mach das nicht. Ich verkaufe niemanden.
Das ist so ergreifend. Haben wir kein Wasser? Tja, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Oh, Scheiße. Warum hat er geweint? Weil er sich geopfert hat. Leider muss er das erstmal noch für sich behalten. Ich hab keinen Bock. Wenn jetzt nur eine Person nominiert ist, weil. Also, ich glaube nicht, dass sie das nicht nutzt. Ach, Bernd. Eine richtige Ratte kommt nicht aus dem Fell raus, verstehst du? Das hätte Mahatma Gandhi nicht schöner sagen können. Reality-TV ist und bleibt ein Fest der Menschlichkeit. Ob hier heute noch ein Krieg ausbricht oder nicht, das kommt jetzt ganz allein darauf an, was da im Redaktionsbüro gerade abgeht. Ob da Koffer weggenommen werden, ob mir meiner weggenommen wird oder ob da Nominierungen an andere Leute abgegeben werden. Bernd hat 6 Gegenstände weggeopfert. Das muss Sarah toppen, um ihr Stirnband loszuwerden. Ich kreuze auf jeden Fall mal die Sportecke an. Die kommt ja für mich nicht in Frage. Ich würde jetzt bei mir meinen Koffer weglassen. Boah. Na doch, ich opfere auch meine Sachen alle. Ja, eigentlich können wir bei allen den kommen, dann alle Koffer weg. Die kämpfen jetzt alle. Jetzt einen auf diesen Best Buddy zu machen, so ja, ja klar. Und dann bist du der Nette und der Nette geht zuerst. Ja. Ja. Ist krass. Sarah verdoppelt den Einsatz. Sie kennt natürlich Bernds Angebot nicht. Ich habe jetzt heute knallhart Kreuze gesetzt. Ich bin niemandem was schuldig und ich möchte einfach nur bleiben und gucken, wie weit ich jetzt komme. Es ist soweit. Bescherung mit Santa Serkan. Ich komme, Freunde, ich lauf schon. Die Vorfreude in der Sala grenzt an ein euphorisches Delirium. Liebe Reality Stars, die 5 Nominierten hatten die Möglichkeit, sich von der Abschussliste zu retten. Um sich wieder auf die sichere Seite zu begeben, mussten sie Opfer bringen. 2 der 5 Reality Stars haben sich ein Stück aus dem Bürofenster gelehnt. Bernd, du hast 6 Dinge geopfert. Und zwar die Sportecke und die Koffer von Matthias, Serkan, Lukas, Sascha und Bernd. Doch ein anderer Reality-Star hat dich mit 12 Opfergaben überboten. Sarah. Folgende Dinge hat Sarah geopfert, um sich von der Abschussliste zu retten. Die Sportecke, ihr eigenes Bett und alle Koffer. Was? Sarah, nimm nun deine Nominierungsstirnband ab und entscheide dich an. Oh mein Gott! Warte, Emmy, warte. Oh mein Gott! Nimm deine Nominierungsstirnband ab und entscheide an, welchen Reality-Star die Nominierung abgibst. Oh mein Gott! Dieser Star ist damit nominiert und steht auf der Abschussliste. Alle Koffer, wie kann man so sein? Richtig, ganz richtig ins Gesicht jetzt. Du bist die Ratte, du verkaufst jeden. Jeden verkauft. Ich würde mich schämen, Sarah. Matthias stellt sich dahin wie die heilige Mutter Teresa. Der versucht gerade mit dieser Taktik, alle gegen mich auszuspielen, damit sie mich nominieren. Und das ist so billig von ihm. Ich würde mich schämen, ehrlich, ich würde mich schämen. Oh, und eins sage ich dir jetzt auch noch. Bitte kein Wort mehr. Lass uns so reden mit 4 Augen. Ich scheiß drauf. Sarah hat im Grunde genommen ihre Seele verkauft, aus meiner Sicht. Und zwar für ein läppiges, blödes Band, wo nominiert draufsteht. Ja, aber diese Show heißt ja auch Kampf und nicht Gruppenkuscheln der Reality Stars. Oh mein Gott, Sarah, wie konntest du alle Koffer? Ich bin leicht gereizt. Was? Oh mein Gott. Du weißt, wie wichtig mir mein Koffer ist. Oh mein Gott, die ganzen Koffer, dein Ernst, die ganzen Koffer. Hör mal auf zu schreien jetzt, Emmy. Ich schreie, wie ich möchte. Nein, es geht Mann, jetzt auch ganz nicht mehr ehrlich. Schlimmer. Nein. Da merkt man, das Kind ist 23. Emmy, ich weiß, du bist aufgelöst. Aber es ist jetzt nicht richtig, alle gegen die Sarah zu schießen. Das finde ich einfach nicht korrekt. Letztendlich hat mir das so wehgetan, weil ich ja selbst eine Entscheidung getroffen habe und selbst hier Kreuze gemacht habe. Habe ich einfach gefühlt, was die Sarah in dem Moment fühlt. Und es hat mir echt leid getan. Ehrlich jetzt, sie hat eine Entscheidung getroffen, das ist vielleicht, um ihren eigenen Arsch zu retten. Sie ist jetzt in der Finalfolge, das war wie so ein goldenes Ticket so. Aber hey, das ist einfach so. Ich glaube, sie weiß ganz genau selber, dass sie das jetzt hier nicht mehr gewinnen kann. Und das ist Strafe genug einfach.
Du willst nicht ins Finale? Nicht für jeden Preis. Denkst du wirklich, jetzt gewinnst du das Ding hier noch irgendwie? Das denke ich sowieso nicht. Ich denke sowieso, dass es gewählt worden wäre. Für alle sprechen darf. Denkst du, jemand gönnt dir das jetzt hier noch? Das hat mir davor auch keiner gegönnt. Und ich habe es trotzdem nicht gemacht. Oh mein Gott, Sarah, das ist das Falscheste, was bis jetzt hier passiert ist. Ja, es stimmt. In diesem Game. Falsche Schlange verdient es wirklich nie wieder, irgendwo auch nur ein Stück Aufmerksamkeit zu bekommen. Bitte tu mir einen Gefallen, rede kein Wort mehr mit mir. Leute, es geht um einen Koffer und nicht um ein Schwerverbrechen. Eieiei. Sind wir mal ganz ehrlich, die machen alle wie einen auf Mutter Teresa. Die spielen hier alle ein Ding so. Das ist alles hier irgendwo, macht hier jeder eine Strategie. Jetzt wird's richtig ungemütlich. Sarah muss verkünden, wem sie ihr Stirnband gibt. So, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich euch die Koffer jetzt entzogen habe. Und ich weiß, das ist blöd, dass wir jetzt alle hier stinkend und vergammelt durch diese Sendung gehen. Wie lustig. Aber geteiltes Leid ist irgendwo auch halbes Leid. Mutiger Spruch an dieser Stelle. Pizza. Jetzt ist es so, jetzt muss ich das Ding vergeben. Und ich sage jetzt einfach mal den Grund, warum ich es der Person gebe. Sarah, komm endlich zu Potte. Ich würde nicht gerne auf ihrer Stelle jetzt stehen. Ganz ehrlich, ich denke, dass Sarah mir das Band geben wird. Ich bin diejenige, die Sarah rauswählen wird, wenn ich die Chance dazu habe. Und deswegen wird Sarah einfach mir das Bändchen geben. So auszuflippen und mich so anzugehen, mich im Stich zu lassen, mich vorzuführen. Ey, na? Es reicht! Es reicht. Das ist jetzt dein Stirnband. Nimm das zurück, diese Scheiße. Das musst du jetzt leider anziehen, Emmy. Das tut mir leid. Schlimm leid tut sie aber nicht. Bei Emmy ist es halt so, sie hat hier so oft Respektlosigkeit gezeigt. Nicht nur mir, sondern ganz vielen Leuten gegenüber. Und da ist jetzt für mich einfach auch die Grenze erreicht, ne? Du bist das Falscheste, was Deutschland gesehen hat. Ja, Emmy. Da solltest du dich mal fragen, ob du so gerade bist, wie du immer tust. Wenn Emmy in meiner Position gewesen wäre, sie hätte mich eiskalt auch gewählt. Leute, bin ich irgendwie hier die Caritas oder so? Nein, bin ich nicht. Ich bin hier bei Kampf der Reality Stars und da muss man Entscheidungen treffen. Oder ob du das jetzt gerade als Plattform nimmst, so rumzuschreien, so ganz ehrlich. Also ja, Sarah, du bewegst dich echt immer mehr auf dünnem Eis, ehrlich, sorry. Ja, das ist aber jetzt meine Meinung. Ja, deine jetzt Meinung, gebe ich ihr das. Jede Plattform und du merkst wirklich nicht mehr, dass ich die Plattform mich jetzt immer mit Diskussionen ausgeht. Nicht für Emmy. Wie kann ein Mensch so ekelhaft sein? Ich glaube, die ist sauer. Ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es langt. Wir sind erwachsene Menschen. Du und du. Es reicht jetzt. Danke, Bernd. So, Emmys Emotionen sind vielleicht ein Müh zu aufgewühlt. Jetzt chillt alle mal ein bisschen, okay? Du spürst die Energie hier am Starstrand, die ist definitiv auf dem Sadpunkt. Nee, du, respektvoller Umgang, bitte. Hört auf, ihr seid erwachsene Menschen, hört auf, euch so runterzumachen. Bitte. Ich kann das nicht mehr anhören, wirklich. Ich kann das alles nicht mehr mit anhören, wirklich. Was kann sie nicht mehr hören? Ihr eigenes Gebrüll? Naja, lieber nicht nachfragen. Emmy ist halt für mich eine Person, die null kritikfähig ist. Sobald man irgendwas in ihre Richtung sagt, dann flippt die aus. Geh mal zu ihr hin. Ich gehe auch sofort. Ich will nur das eine sagen. Warum hast du es gemacht? Für Sendezeit, Darling. Für Sendezeit hast du es gemacht. Das hat sie. Matthias, halte ich fest, genau darum geht es ja in dieser zauberhaften Show. Das ist das fucking Game hier. Es hätte uns alle treffen können. Wir sind einfach natürlich die Personen, die jetzt einfach hier in diesem Spiel sind. Und der eine spielt so, der andere spielt so. Also ganz ehrlich, der Serkan war der Einzige, der so ein bisschen irgendwie mal angefangen hat, das Ganze so rational mal zu betrachten, dass das auch ein Spiel ist. Serkan, wirklich Hut ab für den Move. I can be your hero, baby. Kernschmelze bei Emmy. Na komm, das wird schon wieder. Ich wollte nicht mehr so ausrasten, ich wollte nicht mehr so sein, aber das ist so viel Falschheit.
Sarah hat es einfach heute echt geschafft, mich zum Weinen zu bringen. Ich war so wütend. Ich war so sauer. Ich war menschlich so enttäuscht. Ich war wie in einem falschen Film einfach. Aber du bist stark. Das weiß ich auch. Und du wirst morgen nicht nominiert. Es geht mir nicht ums Nominieren. Ach so. Gut zu wissen, okay. Und worum geht's dir dann? Das Problem ist, es ist keine pure Baumwolle. Das heißt, diese Stelle meines Körpers hat auf jeden Fall Schwitzen und Pickel, Rötungen und Irritationen bekommen, weil das auch dem pH-Wert nicht korrekt ist. Also qualitätstechnisch auf jeden Fall nicht neu, hat schon Fussel, also egal. Alles klar. Es ging ja also lediglich um die Hautunverträglichkeit des Stirnbandgewebes. Prima, dann ist ja wieder alles gut.